Jo, und damit begrüße ich Sie zu einem neuen Part von Fire Emblem The Sacred Stones. Wir sind, immer noch hier und wollen gucken, dass wir jetzt hier Seraphef aus Grados Händen befreien. Und ich würde sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das sieht echt nicht so schlecht aus, würde ich so sagen. Ah, ist mir zu riskant, die Trefferrate. Dann machen wir das lieber so. Ja, das ist perfekt. Besiegen den Freund hier. Ja, also ich denke, das werden wir heute, denke ich mal, gut die Weichen stellen, dass wir hier das Kapitel beenden. Wir werden es noch nicht komplett beenden, weil ich will halt noch die Arena besuchen. Würde ich so sagen, dass ich noch Bock hätte, die Arena zu besuchen. Und deswegen werden wir uns in die Arena begeben. Ja, und du darfst dich schon mal um den Freund da kümmern. Ja, das ist eine gute Idee. Gut, ich würde sagen, Ross hat eigentlich für heute fertig eigentlich, aber gut. So, stattdessen würde ich jetzt mal sagen, der gute Joshua darf jetzt mal zeigen, was er auf dem Kasten hat. Aber vorher gebe ich ihm noch eine einfache Waffe, weil ein Schnitter ist kostbar. Ein Schnitter ist richtig kostbar. Vorrat. Eisenschwert nehmen und tauschen. Mit dem guten Freund hier. Ja, du kriegst das Eisenschwert und ich würde sagen, doch, das Stahlschwert behältst du erstmal. Wobei, du kriegst auch noch ein Heilmittel, wenn wir noch eins haben. Ja, wir haben noch eins, sehr schön. Aber jetzt kann ich nicht mehr tauschen. Na gut. Können wir auch beim nächsten Mal machen hier. Ja, Eisenschwert reicht ja auch aus. Warte mal, wer ist denn da? Ne, du bist krasser drauf. Dann würde ich erstmal sagen, dann machen wir erstmal den da weg. Ja. Arthur deines Amtes, Walte deines Amtes. Verleuchte den Freund. Auch nicht schlecht, dass ich schon wieder auf Sachen komme hier. Warte mal, wie sieht's mit denen aus? Ach, die kommen noch nicht so weit. Die haben noch ein bisschen Weg vor sich hier. So, dann darfst du dich um den kümmern. Das passt ja perfekt hier. Ist ja perfekt hier. Ach, Myrmidons sind cool. Myrmidons sind cool. Und Joshua ist es sowieso. Ja, wird cool werden. Also ich freue mich schon hier drauf. Ich hoffe, dass es diesmal auch, dass mir nicht wieder sowas passiert hier. Wie gesagt, als mir dann das Spiel wieder. Dass wieder das Spiel meint hier, dass ich schon wieder alles neu machen müsste, was ich nicht unbedingt gerne möchte. So, Eisenlanze. Ach komm, nö. Warten wir noch mit. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt teilen, das kann Natascha machen. Ja, ist okay. Ja, okay, nur die Banditen bewegen sich. Okay, da muss ich mich nur gucken hier. Autsch. Ach, Cole, muss ich doch nicht ständig von den Freunden treffen lassen hier. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir echt nicht, wenn du dich ständig von diesen Freunden treffen lässt. Na gut, so, wie weit kommt der? Der würde da zu dem Haus hinkommen. Zumindest mich angreifen können. Dann würde ich sagen, ich glaube, ich werde mich mit Cole dann da erstmal dahinstellen, weil bevor die mich da blockieren, was ich da keine Lust vor habe, und dann werde ich ein Heilmittel ziehen. Ja. Hier habe ich auch ein bisschen mehr Ausweichrate, ne? Ja, ich habe auch ein bisschen mehr Ausweichrate, weil da können wir wenigstens hier nicht reingehen. Deswegen werde ich hier erstmal mich blockieren und das Heilmittel verwenden. So, du kommst da nicht hin, das ist gut. So, dann würde ich sagen, mit dir gehen wir gleich mal in das Arsenal. Wobei, ich warte noch ein bisschen mit. Joa, das ist doch so dann erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Heilung auf den guten Gilliam. Ja, das passt doch hier. Ich denke, das sollten wir hier locker floggig schaffen. Dann darfst du mal in das Haus gehen. In meiner Jugend war ich ein Ritter von beachtlichem Ruf. Das solltet ihr wissen. Ja, ja. Ich habe selbst in einem von Grados berühmten Generälen die Klingen gekreuzt. Jawohl, das habe ich. Ach, doch jetzt bin ich ein alter Mann. Langsam mache ich mir Sorgen. Was ist, wenn ich sterbe, ohne meine Technik weitergegeben zu haben? Da habe ich alles, was ich jemals gelernt habe, in ein Buch geschrieben. Ich habe es hier bei mir. Ihr scheint mir ein starker Krieger zu sein. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr es annehmen würdet. Ja, ja. Geheimbuch. Erhöht die Fähigkeit.
falls sie das nicht gewusst haben. Aber ich bin mir sicher, sie haben es gewusst. Da bin ich mir sicher, sie haben das gewusst. So, du gehst nochmal dahin. Ja, Eisenschwert. Ja, und ich will mal kurz gucken, was sie so im Arsenal haben. Aber es sieht mir so danach aus, als wäre hier nichts Besonderes. Stahlbogen, Und eine Stahllanze, Ja, mal gucken. Ich guck gleich mal nach. Ich guck gleich mal nach, hier, was ich so gebrauchen kann. Klingt auf jeden Fall interessant. Gut, das war klar. Das kann nicht sein. Was ist denn hier los? Der trifft mit 23, ey. Also, das verstehe ich nicht. Haben Diebe irgendwie sowas, dass sie immer automatisch so gefühlt getroffen werden oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich mir aber mal gucken, wie ich das mache hier. Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden die mir machen können. Nur das wird schmerzhaft sein. Könnte schmerzhaft sein. Mit 90! Mit 90! Ja, genau! Mit 90! Als ob! Mit 90! Das ist lächerlich, tut mir leid, das ist lächerlich. Nee, mit 90. Das finde ich lächerlich, das tut mir leid. Waffenlevel erhöht. Mit 90. Der weicht mit 90 aus. Aber komm, wir sind schneller, deswegen greife ich ihn auch an. Und mit 100%. 90. Bitte was? Ach, ich check's gerade nicht, aber okay. Ich lasse es so stehen. Ich lasse es so stehen. Ich lasse es mal unkommentiert. Kein Kommentar. Kein Kommentar dazu. Definitiv kein Kommentar. Definitiv kein Kommentar dazu. Definitiv kein Kommentar dazu. So, und du wirst auch noch geheilt. Irika, nicht du. Egal. Egal, dann kriegst du auch nochmal Erfahrungspunkte. Was das jetzt schon wieder war, ich habe keine Ahnung. Ja gut, habe ich mir schon gedacht. Aber trotz Schwert klappt das sogar, den zu killen. Also Franz ist auch schon mittlerweile eine sehr, sehr gute Einheit. Der entwickelt sich auch prächtig, muss ich sagen. Okay. Das muss ich nicht verstehen, aber gut. Mal gucken, wer jetzt gleich den Angriff macht. Aber dann sind wir ja schon so weit hier. Ich wollte ja eigentlich schon noch die Arena nutzen hier. Mal gucken. So, wer ist denn kurz vorm Level-Up? Arthur wäre es nicht. Irika, du bist kurz vor einem Level-Up. Dann würde ich mal sagen, bitte sehr. Dann darfst du dich mal um den kümmern. Wo sie ihr Schwert auch reingestochen hat. Das lasse ich mal so unkommentiert. Ja, das lasse ich mal echt so unkommentiert, wo sie jetzt gerade ihr Schwert da reingestochen hat. Okay, gut. Jo, damit ist es soweit. Eigentlich könnte ich jetzt schon den Part beenden. Weil ich jetzt eigentlich noch die Arena machen will. Aber okay, naja gut, jetzt gehen wir erstmal noch in das Haus hier rein. Beziehungsweise gleich, das mache ich jetzt mit der Vanessa. So, und dann gucken wir mal, was hast du denn eigentlich hier, wenn ich mal kurz so fragen darf? Ein Langspeer, okay. Ja, sicher, sicher. Ich gehe nicht in seine Reichweite, aber ich weiß, er bewegt sich nicht. Ich hoffe, zu Hause Silva geht es allen gut. Nur noch ein kleines Stück und ich bin im Imperium. Mal sehen, ich habe Heilmittel, Antidot. Oh, und ich darf auf keinen Fall die Fackeln vergessen, für den Fall, dass ich im Dunkeln reisen muss. Sehr schön, alles bereit. Jetzt muss ich nur noch die Hauptstadt erreichen. Ich werde der beste Soldat, den Gradus Armee jemals gesehen hat. Das schwöre ich. Hä, was ist denn das? Du erhältst Fackel. Ja, es ist auch ein... Es hat auch eine Bewandtnis, dass wir jetzt eine Fackel bekommen haben, kann ich Ihnen sagen. Das hat eine gewisse Bedeutung, dass wir eine Fackel bekommen haben. Meine Güte, meine Stimme versagt langsam echt hier. So. Jo, aber wie gesagt, ich werd noch nicht den Angriff einleiten. Weil, wie gesagt, wir werden jetzt noch ein bisschen trainieren. In der Arena. Wie ich bereits es angeklungen habe. Wird natürlich jetzt ein bisschen schwieriger werden, weil ich darf mir jetzt hier, muss hier ständig auf der Hut sein.
Weil die Arena, die hat schon so ein eigenes lustiges System. Also wer kann trainieren? Du auf 10 auf jeden Fall. Hm, was haben sie denn so für Level hier? Eigentlich in Ordnung. Level, die noch in Ordnung sind. 7. Ja gut, eigentlich glaube ich Franz brauche ich eigentlich weniger zu trainieren. Eher Vanessa auf jeden Fall. Arthur. Irika, du eigentlich auch nicht. Ah, geht eigentlich. Sogar Gilliam vielleicht ein, zwei Level, aber mehr auch nicht, denke ich mal. So, ich will jetzt nur noch mal eben schnell in das Arsenal gehen, wobei erstmal, wobei, du darfst jetzt erstmal noch dein, das Heilmittel nehmen. Genau, dann darfst du, oder wobei, ich kann das, glaube ich, auch direkt in den Vorrat schicken, genau. Dies ist ein Gemischtwarenladen. Was darf sein? Okay, wir nehmen nochmal nämlich ein Heilmittel. Genau, man kann es ins Lager schicken, habe ich ja ganz vergessen. Ja, und dann nehme ich nochmal zwei Heilstäbe. Aber sonst brauche ich eigentlich auch nichts mehr, so ziemlich. Sonst brauche ich eigentlich auch nichts so ziemlich hier. So, dann werde ich Ihnen jetzt mal die Arena zeigen. Wobei, das, ich zeige sie euch im nächsten, bei der nächsten Runde. Weil der gute Ross, der wird ja der Erste sein, der ja, in die Arena gehen darf. Nur wie gesagt, die Arena, da muss man echt gucken hier, weil, joa, man muss da gucken hier auf jeden Fall. Gut, also, Arena. Willkommen in der Arena. Wollt ihr um 810 Gold wetten? Nein. Das Ziel ist, immer an dem Geldwert zu gucken, den man hier gewinnt, wie krass der Gegner ist. Ab 800 ist das übel. Also so habe ich 730. Ja, das könnte man probieren. Okay, ein Soldat. Ja, das sollte er hinbekommen. Das sollte der gute Ross hinbekommen. Man kann übrigens mit B den Kampf abbrechen lassen, weil die kämpfen hin und her die ganze Zeit. Aber ja, da habe ich keine Angst vor. Und es ist so easy, der Weg hier um zu trainieren und natürlich auch nochmal um Geld zu farmen. Also das ist so geil hier, wie sie es hier gemacht haben. Finde ich schade, dass sie es in den späteren Teilen nicht mehr so gemacht haben, dass man hier, habe ich das jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung, naja, okay. Dass man so eine geile Arena nutzen kann, das wäre echt cool gewesen. Aber naja. So, 890 ist mir zu viel. So, 700, das passt sich gut. Ein Schamane, Sehen wir zum ersten Mal Schamane. Die ist natürlich böse. Mit Flux. Dunkle Magier. Autsch. Ich krieg zwar den Schaden, aber zum Glück trifft er hier. Wäre jetzt nicht gut, wenn er nicht getroffen hätte. Und damit hat er seinen Level 10 erreicht. Sehr schön. So, denn das ist sein Maximum. Mehr kann er nicht erreichen. Sehr schön. So, dann möchte ich nochmal heilen. Und dann bist du erstmal hier raus für heute. Und dann hast du erstmal deinen Soll erfüllt, Ross. Würde ich so sagen. Und natürlich für Natascha gibt es dann auch noch ein paar Level-Ups. Weil sie ja natürlich auch dann ständig high healen darf. So, sehr schön. So, dann bist du schon mal fertig für heute. Wie sieht es beim nächsten aus? Arthur, würde ich sagen. Jo, ich würde sagen, der nächste ist Arthur an der Reihe. So, 730 ist gut. Gegen einen Feuermagier sind wir natürlich im Nachteil. Oh, das dauert jetzt natürlich lange. Warte mal, kann der mich umbringen? Ja, der wird mich vorher umbringen. Da breche ich ab. Da breche ich dann doch ab, weil der kann mich vorher umbringen. Gut, treffen ist natürlich noch so eine Sache, aber das wollte ich jetzt kein Risiko eingehen. Wollte ich jetzt kein Risiko eingehen gegen den Magier da. Ja, manchmal ist es dann auch cleverer, das so zu handeln, würde ich sagen. So. Jetzt würde ich sagen, ich kaufe mir noch ein Stahlschwert, wenn ich jetzt schon hier mir Geld farme. Und dann noch eine Stahllanze, würde ich sagen. Und einen Stahlbogen. So, das dürfte erstmal reichen hier. Stahlwaffen sind immer leider nur so ein bisschen, ja, schwerer zu führen als Eisenwaffen. Da muss man dann mal gucken hier. So, 720, ein Eisenlanzensoldat. Okay, wenn er trifft, dann wäre ich weggegangen, aber er trifft nicht, okay. Sogar zweimal, ja, okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 1400 Gold wiederbekommen. Very nice.
Ja, also gut, Sie sehen, also so ist nur das Prozedere, wie ich es jetzt offscreen machen werde, weil wie gesagt, Sie sehen, es ist ja doch ein bisschen langweilig, wenn ich das jetzt ständig so ein durchziehe hier. Okay, wenn er trifft, gehe ich weg. Okay, er hat nicht getroffen, sehr schön. Damit ist es sein Ende, denke ich mal. Sehr schön. Aber gerade eben mit 33 oder 23 trifft der andere und der trifft jetzt hier nicht mit 52. Ist schon komisch hier. Ist schon komisch, diese Sache hier. Oh, das ist ein schönes Level-Up. So lobe ich mir das. Waffenlevel erhöht. Und ein neuer Preis. Noch mehr Preisgeld. Waffenlevel D. Alles Klärchen. Gut. Ja, ich würde sagen, ich mache mal den Part jetzt ein bisschen kürzer heute mal dann. In diesem Fall. Pegasus-Ritter. Oh. Naja, gut, du bist ausgewichen. Okay, dann darfst du den besiegen. Ja, sehr schön. Gut gemacht, Arthur. Der macht sich. Der macht sich gut. Macht sich gut hier. Läuft mit dir, muss ich sagen. Läuft mit dir ziemlich gut. Gut, dann würde ich mal sagen, ich werde jetzt ein bisschen offscreen halt, wie gesagt, trainieren und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Jo. Bis dann und tschüss, euer Jake. Jo.